Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Heute bauen wir einen Klamottenladen und zwar H&M. Ihr wisst ja, H&M, riesiges Angebot und niedrige Preise. Wo kaufst du eigentlich deine Klamotten ein? Ist das H&M? Habe ich jetzt dein Lieblingsgeschäft getroffen oder gibt es einen ganz anderen Laden? Dann schreib ihn doch mal gerne in die Kommentare, damit H&M auf unserer Welt natürlich nicht ganz alleine dasteht. Denn jetzt ist es der erste und einzige Klamottenladen und das soll sich natürlich nicht so, jetzt hier so einspielen, dass hier nur H&M steht. Wir wollen natürlich ein bisschen Konkurrenz haben, damit die Preise bei H&M natürlich richtig schön in den Keller gehen, damit wir auch ein T-Shirt für 5 Euro einfach mal mitnehmen können. Und damit das natürlich klappt, schnappen wir uns gleich mal ein paar Blöcke und dann geht's los. Für den Start geht's erstmal wie immer an unsere Blöcke ran. Wir holen uns für diese Folge Tiefenschiefer Ziegelblöcke raus, davon die Stufen hellgrauer Beton, Eisenblöcke, hellgraue Keramik, Birkenholzbretter, dann holen wir uns noch an, die sieht Stufen einmal raus, weißer Beton und das Glas wird heute wieder das Türkise sein. Dann geht's einmal ran an unseren Grundriss von unserem H&M-Laden. Daher nehmen wir unsere tiefen Schieferziegelblöcke erstmal. Und dann ziehe ich mir erstmal die Seite lang. Da setzen wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Blöcke erstmal gerade hin. So, jetzt machen wir natürlich noch die Vorderfront. Da setzen wir zur Seite noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke. Insgesamt haben wir 8. Dann gehen wir einmal nach hinten weg und setzen hier noch 1, 2, 3 Blöcke hin. Gerne schon einmal einen hellgrauen Beton könnt ihr da platzieren. So, jetzt wollen wir mal zur Seite gehen. Hier lasst ihr bitte 7 Blöcke Platz. Setzt euch gerne eine Markierung hin in der Mitte, sodass wir hier 3 Blöcke haben. Nochmal 3 Blöcke, grauer Beton wieder hin. So, Markierungsblock kann dann weg. Dann setzen wir nach vorne 1, 2, 3, 4 Blöcke einmal hin. Passt dann zur anderen Seite. Und dann gehen wir zur Seite nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke. Wir hatten ja vorne 8. So, andere Seite, da müssen wir jetzt nicht zählen, 19 Blöcke sind es ja also insgesamt. Zieht es einfach nach hinten so, dass es denn aufeinander liegt. Dann können wir das Ganze verbinden, aber ich wollte mir hier gerne schon ein bisschen was freilassen. Das heißt, ich setze mir jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke hin. Der sechste Block lassen wir frei oder wenn man sehen möchte, der siebte Block, wir haben ja dann hier 6 Blöcke. So, andere Seite setzen wir auch nochmal 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke ran, ein freilassen. Und dann hier, zack, können wir das einfach mal hier in der Mitte zuziehen, sodass wir halt hier halt diese eine Lücke haben. Wir sind noch nicht fertig, wir bleiben immer noch bei den Blöcken. Jetzt könnt ihr an den Ecken nochmal 3 weitere Blöcke euch einmal platzieren. Und das machen wir eigentlich hauptsächlich an den Seiten und einmal hinten. Na gut, Seite und hinten ist ja eigentlich wieder gleich. So, also eigentlich nur an den Seiten machen wir das einmal. Wenn wir das geschafft haben, nehmen wir jetzt unsere Stufen. Die platzieren wir jetzt überall noch einmal drauf. Damit sind auch natürlich unsere Ecken gemeint, dass wir hier nochmal zack die Stufenreihe rauf platzieren. Jetzt bin ich einmal rum mit meinen Stufen. Weiter geht's jetzt wieder mit unserem hellgrauen Beton. So, bei meiner Vormarkierung kannst du schon leicht erkennen, wo wir den jetzt platzieren möchten. Und zwar machen wir den einmal an den Seiten hin und natürlich auf der Rückseite setzen wir ihn auch noch einmal lang. Auf der gegenüberliegenden Seite, zack, ziehen wir es natürlich auch nochmal hier einmal an der Wand entlang. Jetzt wollen wir das Ganze natürlich noch ein bisschen in die Höhe ziehen. Insgesamt sind es 10 Blöcke. Ich zähle den Boden schon mal mit. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Sich die Wand natürlich wie immer einmal hochzuziehen kann natürlich etwas dauern. Von daher macht ihr gerne Musik an dabei, denn naja, das zieht sich halt auch wie immer nicht von alleine. Das kennen wir ja. Meine Wände sind soweit hochgezogen. Jetzt geht es wieder ran, dass wir eigentlich das gleiche Muster, was wir jetzt unten uns platziert haben, nochmal auf der oberen Seite uns platzieren. So, das heißt, ich fange jetzt an der Ecke an, dass ich mir erstmal natürlich hier so meine 3 Blöcke einmal setze. Danach setzen wir dahinter einfach eine Stufenreihe hin, bis wir natürlich wieder zur nächsten Ecke kommen. Da setzen wir natürlich wieder die nächsten 3 Blöcke einmal hin. Und dann ziehen wir es wieder zur nächsten Seite und so geht es halt erstmal, ja, wie wir es halt unten hatten, auf der oberen Seite genauso. Na gut, jetzt befinde ich mich auf der Vorderseite. Jetzt wollen wir das natürlich jetzt nicht so machen, dass wir das gleiche Muster jetzt, was wir unten haben, oben machen, sondern hier ziehen wir einfach ganz stumpf glatt das einfach mal zur anderen Seite rüber. Danach nehmt ihr gleich mal eure Blöcke wieder zur Hand und setzt darunter oder halt darauf, denn die nächste Blockreihe. Wenn ihr eure Blöcke natürlich einmal rumgezogen habt, nehmt ihr wieder eure Stufen und wenn ihr es noch nicht getan habt, platziert ihr sie nochmal an den Ecken auf unseren Blöcken. Meine Stufen werden soweit denn erstmal platziert. Richten wir unseren Blick einmal bitte auf unser Dach. Das wollen wir natürlich jetzt auch weitermachen. Vorerst machen wir aber noch was anderes. Und zwar, wir gucken mal unten, wo ihr, sag ich mal, hier ein bisschen reingebaut habt. Das machen wir oben jetzt auch noch ein bisschen. Nur, dass wir, sag ich mal, jetzt hier das Ganze auch ein bisschen zubauen wollen. So, ihr müsst einfach ein bisschen gucken hier von oben. Wie passt denn das? Ist das übereinander? Wunderbar. Insgesamt haben wir natürlich hier einfach mal 3 weitere Reihen, die wir nach innen setzen. Da setzen wir unten eine Stufenreihe und oben drauf könnt ihr ruhig eine Blockreihe euch einmal platzieren. Sobald das denn erledigt ist, nehmt ihr jetzt schon eure Anisitstufen und könnt den Rest des Daches damit befüllen.
Die setzt natürlich auf der letzten Ebene hin, hier bei unserer Blockreihe, ne, sodass halt noch ein bisschen was übersteht. Und dann befüllt ihr einfach euer Dach damit. Wenn wir unser Dach dann soweit fertig haben, fliegen wir auf unsere Vorderseite, weil die ist noch ziemlich offen. Die wollen wir natürlich jetzt auch einmal zubauen. Zuerst nehmen wir mal unsere Glasblöcke. Wir beginnen natürlich jetzt erstmal uns die erste Fensterfront zu machen. Das machen wir jetzt hier ganz einfach, indem wir, ja, würde man sagen, drei Blockreihen hier von unserem Glas hier einmal platzieren. Sobald das Glas natürlich platziert ist, nehmen wir wieder unseren grauen Beton. Können das Ganze jetzt hier, wo wir den ja einmal schon platziert haben, auf insgesamt vier Blöcke platzieren. Die verbinden wir natürlich hier in der Mitte einmal mit unseren Stufen nochmal. Dann geht es ran an unseren Eisenblock. Und jetzt habt ihr eigentlich eine gute Vorwahl. Und zwar, also es ist eigentlich jetzt hier so vorgegeben, dass ihr euch einfach eure Eisenblöcke nehmt, die hier einmal drauf platziert. So, schön zur anderen Seite. Und wenn das natürlich so einfach geht, machen wir daraus gleich zwei Reihen. Seht ihr ganz entspannt dann hier zur anderen Seite. Sobald das wieder erledigt ist, nehmen wir wieder unsere Glasblöcke und können hier drauf dann insgesamt vier weitere Reihen platzieren. Ja, mehr geht auch nicht, weil dann stoßen wir schon oben an unsere Decke an. Jetzt sind wir natürlich draußen gleich schon einmal fertig. Jetzt heißt es natürlich, dass wir auch innen drin den Laden uns ein bisschen mehr gestalten. Bei mir ist der Boden, sag ich mal, schon so ein bisschen vorgegeben, wie ich ihn mir platzieren möchte. Jetzt ist es natürlich hier wieder ein bisschen duster. Ich werde mir nochmal ein bisschen Licht hier drin machen. So, alles mal schön ausgeleuchtet. Das sieht immer gleich ein bisschen besser aus, wenn man sich das ausleuchtet. So, jetzt können wir natürlich hier weitermachen. Innen drin wollen wir schon so einmal jetzt die Decke schon mal vorzeichnen. Daher nehme ich jetzt meine Andesitstufen und ich würde mal sagen, die Deckenhöhe von um die 5 Blöcke sollten reichen. Sehen wir mal. Also 1, 2, 3, 4, 5. Ab dem 5. Zack, setze ich meine Stufenreihe hin. Ich werde mir jetzt aber nicht die ganze Decke jetzt mit diesen Andesitstufen platzieren. Da ich jetzt natürlich hier vorne noch Schaufenster habe, werde ich mir die jetzt, sag ich mal, nur so weit platzieren, dass die Schaufenster vorne auch frei bleiben. Wie ihr euch natürlich jetzt den Laden innen drin gestaltet, von dieser ganzen Farbe her, könnt ihr auch gerne noch andere Stufen nehmen, wenn ihr euch das irgendwie anpassen wollt mit dem Boden. Aber ich finde diese Farbgestaltung immer ganz passend, von daher bleibe ich einfach mal dabei. Sobald die Decke dann einmal drin platziert ist, wollen wir uns jetzt das Ganze schon vorzeichnen, dass wir natürlich auch ins nächste Stockwerk kommen. Daher nehme ich jetzt meinen weißen Beton und wenn ich jetzt natürlich hier einmal reinfliege, gucken wir jetzt einmal auf die rechte Seite, da fangen wir am besten einmal abzuzählen. Und zwar, dass du von der Wand einfach mal 1, 2, 3, 4 Blöcke Platz. Dann kannst du hier gleich dreimal weißen Beton einsetzen, vorne einen freilassen, nochmal einen. So, dann lassen wir, würde ich mal sagen, von der Wand aus 3 Blöcke Platz, dann setzt ihr hier zweimal weißen Beton hin. Den könnt ihr nach vorne ziehen auf eine Länge von 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke insgesamt. Zwei ja dicke, wie gesagt. Dann an der Seite nochmal 3 hin, sodass wir hinten 2 haben. Hier wird später eine, ja, also hier kannst du dich später umziehen, hier ist so eine Umzugskabine, ne, dass du auch die Sachen mal anprobieren kannst, ganz klar. Finde ich ganz passend, die, sag ich mal, so in den Laden zu unterzubringen, indem wir die einfach unter der Treppe platzieren. So, jetzt wollen wir natürlich hier einmal nach oben kommen. Das heißt, wir achten mal darauf, dass wir uns jetzt hier so eine kleine Pyramide basteln mit insgesamt 3 Absätzen. 1, 2, 3. Oh, den könnten wir dann eigentlich kürzen. So, dann setzen wir das hier einfach mal so zu. Und dann wollen wir natürlich auch hier wieder so eine Ebene machen, dass wir insgesamt hier 3 haben. Muss ich mal hier kurz gucken. Also wir lassen mal, sag ich mal, hier so Durchgang von 3 Blöcke. Und dann macht ihr einfach hier so, das ist wieder gut erklärt, dass wir dann hier auch so 3 Ebenen haben. Wir können einfach mal gucken. Erste Ebene, zweite, dritte. Dann kommen hier später Stufen hin und dann geht es hier auch wieder weiter. Erste, zweite, dritte. Das war gerade irgendwie falsch erklärt. Nee, wir machen doch mal hier so ein 3x3 Feld einfach mal hier hinten hin. Dass es doch ein bisschen besser ist. So. Und dann einfach hier, zack, Ebene hin. Und dann noch eine Ebene hin und dann passt das. Über unserer Treppe könnt ihr gerne dann hier das einmal schon mal weghauen. So, alles einmal hier schön weghauen. Nächster Schritt wäre natürlich dann hier jetzt wieder den nächsten Boden hier mal euch einmal zu platzieren. Meine Empfehlung wäre natürlich hellgraue Keramik für den Boden. Den setzt ihr euch einfach dahin, wo wir natürlich jetzt einmal schon unsere Decke haben. Vorne bei unseren Schaufenstern würde ich das Ganze erstmal noch offen lassen. Da nehmen wir nochmal andere Blöcke, um uns das ein bisschen hervorzuheben, halt anders zu gestalten. Bei unserer Treppe, die wir uns hier so ein bisschen vorgezeichnet haben, könnt ihr gerne nochmal weißen Beton nehmen, um euch, sag ich mal, hier noch später ein Geländer einfach mal hervorzuheben. Zeichnet euch das einfach so ein bisschen ringsrum. Ne, das reicht schon völlig aus. Wenn ihr euch denn eure ganze Verkaufsfläche mit eurer Keramik denn so befüllt habt als Boden, könnt ihr natürlich sagen, ich lasse mir das Ganze so, oder es kommt dann darauf an, wo ihr euch natürlich was platzieren wollt, und dann könnt ihr den Boden nochmal austauschen durch ein bisschen Birkenholz, dass ihr hier euch noch so die Verkaufsfläche hervorhebt, so wie ich das jetzt unten schon angezeichnet habe, dass ihr dann meint, hier kommt jetzt meine ganzen Schuhe hin oder meine ganzen T-Shirts, und dann hebt ihr euch den Bereich ein bisschen hervor. Da könnt ihr dann natürlich auch noch andere Blockfarben nehmen, die ihr euch im Boden so platziert, ne? Müsst jetzt nicht unbedingt nur dieses Holz sein.
Wir befinden uns ja natürlich jetzt im zweiten Stockwerk. Hier würde ich euch nochmal empfehlen, eine weitere Decke um sich reinzuzeichnen. Ihr könnt es natürlich so lassen oder ihr nehmt nochmal die Stufen und verstärkt das Ganze einfach. Hat den Grund, weil wir später noch was auf den Dach bauen möchten. Und wenn wir natürlich das Dach ein bisschen halt zerstören oben, um da was einzubauen, würde man das dann, sag ich mal, im Laden halt von unten sehen. Daher wollen wir das hier nochmal verkleiden und setzen hier noch ein paar weitere Stufen einfach mal darunter. So, Decke ist einmal drin platziert. Dann sind wir eigentlich auch jetzt mal mit diesen ganzen Blöcken fertig. Das heißt, die können wir einmal wegtun. Und dann geht es schon wieder an die Kiste einmal ran. Denn jetzt kommt das ganze Baumaterial, was wir natürlich für den Laden innen drin brauchen. Beginnen wir erstmal mit unseren Treppen für unsere Treppe halt. Da habe ich mir gedacht, poliert ja eine Siebtreppen und Stufen finde ich ganz passend. Dann holen wir uns Quarzblöcke raus. Treppen und Stufen sind dabei. Weiße Glasscheiben und graue Glasscheiben, ganz passend. Glatter Stein und Leuchtfeuer. Nehmen wir zum einen erstmal das Leuchtfeuer. Habe ich mir gedacht, dass wir oben, sage ich mal jetzt hier bei unserem Eingang, nach oben so ein paar Leuchten machen wollen. Einfach an der Seite immer so eine Zweierreihe hier mal weghauen. Sollten wir insgesamt 4 Stück hinkriegen. Ihr könnt natürlich auch andere Lichtquellen nehmen, aber ich finde die ganz passend. So, setzen wir einmal oben rein. Weiter geht es natürlich in den Laden. Der glatte Stein ist dafür gedacht, dass ihr euch vorne später noch solche Absperrungen macht. Da sage ich mal, wenn einer, sage ich mal, so ein T-Shirt die jetzt nicht bezahlt, dass natürlich, dass dann hier so eine Sirene losgeht. Einfach mal vormarkieren vorne beim Eingang. Fängt ihr einfach hier an. 2 Blöcke mal Platz lassen und die nächste Markierung einfach mal hin. So, jetzt wollen wir natürlich einmal unsere Treppe schon gleich bauen. Nehmt da einfach eure Randisit-Sachen. Die Treppen setzen natürlich bei immer so einen Übergang einmal hin. Dann folgen natürlich hier einmal unsere Stufen, aber ich würde jetzt hier nicht komplett die Stufen setzen. Oder doch? Ja, setzen wir doch mal die ganzen hin und dann würde ich mal hier einfach mal die Treppen hinmachen. So, wunderbar. Na, bis man da oben kommt. Na, vielleicht passen wir das nochmal an. Na gut, dann habe ich auch hier meine Treppe mir so angepasst, also ganz einfach. Dann nehmen wir schon gleich unsere Quarzsachen. Ihr könnt entscheiden, ob ihr bei eurer Kabine, wo man sich umzieht, muss ich mal gucken, könnten wir innen drin das auch nochmal ein bisschen verfeinern. Ich setze mir kurz mal hier hin, nehme mir nochmal kurz meine Sichtstufen. Ich verkleide hier oben mir nochmal die Decke. Das mache ich mal einfach. So, nochmal ein bisschen besser verkleidet. Ihr setzt mir jetzt einfach hier, wenn man reinkommt, einfach mal eine Stufe hin. Ihr könntet theoretisch auch eine Treppe machen, aber ich finde es irgendwie schöner mit einer Stufe oder Treppe. Treppe sieht auch nicht schlecht aus, ne? Da könnte man auch eine Treppe nehmen. So, hier kann man sich natürlich umziehen, wenn man möchte. Sonst nehmen wir natürlich jetzt hier unsere Quarzsachen für unsere Schaufenster vorne. Da nehme ich natürlich erstmal meine Blöcke. 3 Reihen sollten reichen. Dann nehmt ihr einfach eine Treppenreihe einfach hin. Denn ich habe mir gedacht, hier könnten wir das Ganze ein bisschen abtrennen mit Glasscheiben. Ob ihr eure Schaufenster auf, also offen gestaltet oder zumacht, ganz euch überlassen. Ihr könnt sie geschlossen halten, dekorieren oder ihr macht sie ein bisschen auf. Dann würde ich mir das Ganze noch ein bisschen darstellen mit ein paar Griffen. Dann nehmen wir natürlich eine andere Glasfarbe einfach und dann könnt ihr es auch so machen. Darüber setze ich mir dann auf der einmal Treppen, weil ich finde das ganz passend, wenn ihr mit Glasscheiben Treppen arbeitet, weil die ja ineinander, sage ich mal so, ja, verlaufen. Ne? Das sieht dann so aus, als ob das da wirklich so für gebaut wurde. So, innen drin, was nehmt ihr da für eine Decke? Ihr könnt Blöcke euch hier ganz stumpf einfach mal oben hinsetzen, wenn ihr wollt. Ja, das könnt ihr so machen. Oder ihr sagt euch, jetzt muss ich natürlich die andere Seite einmal hinterher bauen. Und gleich bin ich soweit. So, andere Seite hinterher gebaut. Ihr könnt natürlich auch sagen, na gut, über unseren Glasscheiben ist klar, da bleiben die Treppen mit Treppen. Aber statt Blöcke nehmt ihr denn hier einfach Stufen. Ja, aber müsst ihr sehen, wie ihr wollt. Ich würde euch aber mehr Blöcke empfehlen, weil sonst habt ihr, naja gut, das könnte man auch so lassen. Das ist so Geschmackssache. Was wollt ihr euch machen? Wollt ihr da Blöcke hinnehmen? Wollt ihr Stufen hinnehmen? Ja, kann man machen, wie man möchte. Na gut, dann gehen wir natürlich jetzt in die nächste Ebene. Hier wollen wir natürlich auch nochmal unsere Schaufenster machen. Gleiches Spiel. Setzt erstmal eure Blöcke hin. Natürlich jetzt oben gehen keine Blöcke. Da nehmen wir natürlich einfach unsere Stufen. Naja, vielleicht nicht ganz außen. Da würde ich die Treppen nehmen. Na gut, das Schaufenster ist dann auch wieder fertig. Ne, ganz einfach, was man sich machen kann. Also erstmal die Blöcke hin. Dann gucken wir an die Decke. Na gut, da könnte man auch wieder Blöcke nehmen. Ich habe so überlegt gerade eben noch. Ja, Blöcke könnte man auch nehmen, weil das passt ein bisschen besser zu den Treppen, ne, dass die, sag ich mal, nicht so ein bisschen abstehen. So wie jetzt hier auf der anderen Seite. Ist aber Geschmackssache für euch, ne, was ihr einfach besser mögt, ne, von der Optik. Dann natürlich noch die Glasscheiben einmal hinsetzen. Und dann wären wir damit auch wieder fertig. Es warten natürlich noch weitere Blöcke auf uns. Zum einen rote Glasscheiben, türkise Glasscheiben, tiefer Schiefer, Ziegelmauer, Trichter, grauer Beton, eine Eisenpfeiltür, Steinziegelmauern, Steinknöpfe und roter Beton. Verbauen wir erstmal immer das Einfache, und zwar unsere Glasscheiben. Die sind natürlich jetzt hier vorne für den Eingang gedacht. Einfach 2 Reihen immer auf unsere Blöcke hier einmal platzieren. Sind halt diese,
ja, Sensoren, die, sag ich mal, an jedes kleine Stück ist ja immer so ein kleiner Pieper dran, so ein Scanner. Wenn dann natürlich bei der Kasse nicht, sag ich mal, abgemacht wurde, dass dann hier halt die Sirene losgeht, dass man halt weiß, irgendeiner klaut gerade irgendwie so ein T-Shirt für 2-3 Euro. Naja, ihr kennt's ja. So, sonst, wenn wir uns da schon einmal drin in den Laden befinden, könnte man natürlich auch noch sich ein paar Mauern halt nehmen, hier an der Seite das Ganze nochmal abstützen, dass das Ganze halt doch nicht, sag ich mal, hier einfach frei in der Luft schwebt. Meine Empfehlung einfach mal dafür. Sonst könnt ihr auch gerne noch Glasscheiben nehmen. Welche Farbe ist eigentlich egal? Schwarze Glasscheiben, blaue Glasscheiben, türkise, nehmt was ihr wollt. Einfach euch das Geländer natürlich noch ein bisschen besser, sag ich mal, zu sichern. Sonst habe ich jetzt nicht umsonst mir noch meine türkisen Glasscheiben rausgeholt. Die haben einfach nur den Sinn, dass ich mir auf der unteren Seite, weil ja denn hier unsere türkisen Glasblöcke so auch nach innen gehen und ich vielleicht das ein bisschen doof finde, dass jetzt hier das weiße Glas davor ist, mir das Ganze dann einfach noch hier so mit diesen türkisen Glasscheiben einfach nochmal ein bisschen besser darzustellen. Sonst nehme ich natürlich noch grauen Beton und wollte mir innen drin so einen Kassenbereich vor euch leicht vorzeichnen. Der befindet sich bei mir auf der linken Seite. Ob ihr es auch natürlich vielleicht auch ändert und euch das auf der rechten Seite hinbaut, ist ganz euch überlassen. Sonst lasse ich von der Vorderseite 3 Blöcke Platz und dann 1 Block hin, einen freilassen, 2 hin. Ja, Breite sind jetzt hier 5 Blöcke und dann macht ihr euch hier einen ganz einfachen Kassenbereich. Sowas könnt ihr euch immer hervorheben, dann natürlich noch mit einem anderen Boden, wenn ihr euch das machen wollt. Aber da kommt es wie immer drauf an, wo wollt ihr euch das platzieren. So viel denn erstmal für innen drin. Jetzt kommen wir natürlich noch zum äußeren Bereich. Wir fangen wie immer erst mit einfachen Sachen an. Ihr erinnert euch, wir hatten auf der Rückseite ja hinten 2 kleine Lücken gelassen. Da wollte ich mir gerne, sag ich mal, Regenrohre platzieren. Gleiche Farbe natürlich von den Mauern, was wir hier haben. Zieht euch das nach oben, platziert ganz oben dann einen Trichter rauf. So, das müssen wir natürlich jetzt 2-mal machen. Ganz einfach geht das hier. Und dann haben wir das auch schon fertig. Na gut, bleibt natürlich denn hier auch noch einmal das Dach übrig. Das wollen wir uns natürlich auch noch gestalten. Darum haben wir ja innen drin uns die Decke ein bisschen noch hervorgehoben. So, ich schlage mir hier ganz einfache Sachen rein. Und zwar mache ich einfach hier auf eine Breite von 3, Länge von 4. Nehme meinen grauen Beton, setze mir den hier an den Seiten einmal hin. In der Mitte nehme ich meine Eisenfalltüren. Na, die sollten schon so oben stehen. Ihr könnt euch jetzt hier austoben, was ihr machen wollt. Ihr könntet euch das hier verbinden. Ihr könntet euch hier riesige, große Lüftungsanlagen bauen. Also lasst da eure Fantasie freien Lauf, was ihr euch da so ein bisschen gestalten wollt. Ne, ihr könnt euch verbinden, ihr könntet auch sagen, ich mache nur einen und dann kommt hier gleich schon der nächste daneben. Also tobt euch da einfach mal aus. So, vielleicht mache ich mir auch nochmal so eine kleine Verbindung hier drüben hin. Also es sieht ganz anders aus, als was ich mir in Vorbau hingebaut habe, weil das ist eigentlich relativ egal, was ihr euch da hinbaut. Hauptsache, ihr macht euch da irgendwas rauf zur Deko, dass es auch für euch ein bisschen passt. Dann habe ich die Lüftungsanlagen oben drauf, kommen wir nochmal zu den Seiten, die sind natürlich noch ein bisschen kahl. Da habe ich mir gedacht, schreiben wir natürlich jetzt einmal das Logo rauf von H&M. Eine Mitte solltet ihr ja eigentlich locker finden. Wir haben jetzt hier oben 3, hier haben wir 3 und dann machen wir hier einfach mal ein schönes H hin. Das H hat natürlich auch wieder eine Mitte von insgesamt 5 Blöcke, da sollte man es finden. Dann haben wir hier einmal das H, auf der anderen Seite machen wir natürlich einmal das M. Ihr lasst immer am besten einen Block frei, dass das sich halt hier nicht so ganz verbindet. Das M, da müssen wir mal ein bisschen gucken, wie wir uns das ein bisschen darstellen wollen. Natürlich sollte das natürlich auch wie immer eine Mitte haben, von daher haben wir auch wieder hier 5 Blöcke. So, dann könnt ihr euch das hier einmal ein bisschen runterzeichnen, dann habt ihr hier einmal das M und in der Mitte müssen wir einmal noch das Unzeichen machen. Ja, wie man das Unzeichen sich darstellt in so einer kleinen Form, ist immer ein bisschen knifflig. Ich würde einfach sagen, so ein kleiner Winkel, eine Ecke an der Seite hin. Unser Logo befindet sich natürlich auf beiden Seiten, daher nochmal das gleiche Spiel auf der gegenüberliegenden Seite. Jetzt sind wir natürlich schon voll drin und können hier auch gleich einmal das Unzeichen und zeichnen. Wunderbar. Und dann geht es hier wieder weiter mit unserem schönen M. Ganz einfach sich das hier so hinzuziehen. So, fertig. Obwohl jetzt nicht gerade so bei meinem Vorbau, ich habe das doch schon komplett einmal bis nach unten gezogen, sodass da nur ein Block frei ist. Jetzt weiß ich gar nicht, hätte ich auf der anderen Seite das auch gemacht. Ja, na, lieber einmal komplett so nach unten ziehen. Zu guter Letzt wollen wir den H&M natürlich jetzt einmal abschließen. Dafür brauchen wir wie immer ein paar Banners, eine Eisenfalltür und weißes Glas. Wofür wir das natürlich jetzt nehmen, das Glas und die Eisenfalltür, zeige ich euch. Zuallererst setzen wir einmal unsere Banners hin. Wenn du natürlich jetzt nicht weißt, wie man sich Buchstaben auf Banners craftet, verlinke ich dir wie immer ein Video dazu, wo das ganze Alphabet einmal kurz erklärt ist. So, ganz über unseren Eingang vorne setze ich noch einmal das Logo hin, H&M, ganz einfach. Und Unzeichnen ist auf Banners nicht so ganz möglich, daher nehme ich hier einfach mal so einen Verbindungsstrich. Auf der oberen Seite habe ich mir gedacht, für meine Schaufenster, da natürlich ein Kunde davon nicht geht, stellen wir hier einfach mal so einen Ausverkauf mal da, einfach mal zäh mal hingeschrieben auf Banners, finde ich ganz passend. Habe ich auch gesehen bei ein paar H&M-Läden, die machen das genauso, daher machen wir das auch.
Ne, dass man sieht, Außerkauf, hier gibt es ein paar T-Shirts, ein paar Kleider, ein bisschen günstiger. Kommt und schaut sie euch an. Na gut, dann haben wir jetzt unsere Banners ein bisschen platziert. Unten kann man natürlich sich ein paar Rüstungsstände oder sowas reinsetzen. Ne? Das sehen wir uns ja sowieso gleich an. Andernfalls möchte ich mir gerne hier noch so eine kleine Überdachung machen, denn ich möchte nicht, dass die Leute gleich aus dem Laden kommen. Wir haben schlechtes Wetter, dass es gleich einmal raufregnet. Daher nehmen wir jetzt unsere Eisenbahntüren, platzieren die jetzt einmal hier oben mal so gesehen. Wir lassen eine Glasreihe mal ein bisschen Platz. Davor setzt ihr dann einmal weißes Glas hin, das soll sich ja doch schon ein bisschen abheben. Davor setzt ihr wieder hier ganz einfach unsere Eisenfalltüren hin. Das Spiel wollen wir natürlich noch einmal wiederholen, wieder unsere Glasblöcke hin. Und dann setzt ihr daran auch wieder einmal die Eisenfalltüren. Und wenn wir das haben, sind wir fertig mit unserer H&M. Jetzt schauen wir natürlich nochmal unseren H&M ein bisschen genauer an, wenn wir hier einmal reingehen wollen. Der sieht natürlich ganz anders aus, wenn ihr euch den natürlich gestaltet. So, wir kommen hier rein. Ich habe mir natürlich jetzt hier die Schaufenster auch ein bisschen gestaltet. Ob ihr euch da nur Rüstungsstände reinbaut oder euch da auch noch was anderes reinsetzt, ganz euch überlassen. Ne? Man kann sie jetzt, sage ich mal, auch ein bisschen verformen, die Rüstungsstände, dass sie immer so ein paar Posen haben. Finde ich ganz schick. Kann man ja alles mit ausstellen. So, kommen wir rein. Ist es ganz gemütlich hier. Ich habe mir, sage ich mal, so ein bisschen auch die Regale angepasst, wie ich von draußen den Laden habe, der wir ja auch hier unsere Treppe ja so ein bisschen abgestützt haben hier an der Seite. Ganz passend, wenn man sich da die Regale auch anpasst. Jetzt ist es natürlich manchmal so, wenn ihr euch zu viele Kisten, zu viele Banners platziert, dass das ein bisschen leckt. Daher könnt ihr auch gerne, wenn ihr euch den Laden nicht komplett so krass einrichten wollt mit Kisten und sowas, auch immer zu Wolleblöcke platzieren, setzt ihr euch ein bisschen bunt hin. Ist ein Klamottenladen, kann ja sein, dass das ein Stapel voller T-Shirt, Hemden, Pipapo ist, ne, was ihr euch da ein bisschen gesetzt habt. So, Kassenbereich, auch ganz schlicht und einfach hier mit der Kasse. Dazu muss ich, glaube ich, nicht allzu viel sagen. So, auf der anderen Seite, wir haben natürlich jetzt hier einige T-Shirts hier, was wir hier so haben. Ne? Wir haben auch, sage ich mal, hier so ein paar, ja, diese rollenden Dinger, wo ja, sage ich mal, alles aufgehängt ist. Ne? Ihr kennt das ja aus den Klamottenläden. Einfach mal hier so ein bisschen dargestellt. Auch hier unsere Umzugskabine, hier mit ein paar Banners, so mit Streifen, ne? Dass man, sage ich mal, hier diese Vorhänge zur Seite ziehen kann. Kannst du reingehen, hängst sogar ein Spiegel drin, kannst dich auch hinsetzen, wenn du möchtest, ne? Ja, das sollte eigentlich auch hier komplett ausreichen. So, dann gehen wir natürlich einmal nach oben, gucken uns oben nochmal an. Hier habe ich natürlich noch den Boden noch ein bisschen besser gemacht. Wie gesagt, passt euch den Boden an für eure Verkaufsfläche. Was wollt ihr ein bisschen hervorheben? Ihr könnt euch oben natürlich auch noch weitere Tische platzieren mit Rüstungsständer drauf. Da, dann würde ich aber nicht komplette Outfits machen, einfach nur die Teile, die ihr hier ein bisschen anpreisen wollt. So, sonst gibt es hier oben eigentlich nicht allzu Außergewöhnliches. Ne, ihr könnt euch hier noch ein paar Tische machen, so ein paar Grabbeltische mit reduzierten Preisen oder so. Ja, und das ist schon unser H&M. Ihr seht, ich habe hier auch ein bisschen dunkleres Glas genommen, weil es doch innen drin besser aussieht. Aber da muss man mal gucken, was man sich hier machen möchte. Wir haben mal wieder das Ende des Videos erreicht. H&M steht, jetzt können wir einkaufen ohne Ende. Wenn dir das Video wie immer gefallen hat, findest du oben in der Infobox zum Weiterbauen natürlich noch weitere Videos. Sonst abonniere noch gerne den Kanal, bleibst du wie immer auf dem laufenden Stand und verpasst nichts mehr. Denn war's das natürlich wie immer für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche dir noch einen schönen Tag, bleib gesund, haut's rein und ciao.